Hier ist Punchlines Vater, du Bauer, knie nieder. Die Augen sind grün, Haut braun wie Pegida. Deutscher Rap ist ein Haufen Verlierer. Allesamt Beute wie George aus in China. Alle reden von großen Plänen, vom Haus in Sevilla mit Traum auf den Chicas. Aber gehen dann abends los und klauen sich bei Kaufland ein Liter vom braunen Tequila. Ciao, Senoritas, ich bezahl gern jedes Mal die Rechnung, aber nie Alimente. Die Szene ist am Ende, doch der Onkel hat die pflegenden Hände. Die Medikamente, ihr elenden Schwänze, kommt ran, doch ihr scheitert vergeblich. Mich klein machen geht nicht, ein Battle gegen euch oder 5 Tage Wellness. Glaubt mal, das ist für mich das gleiche Ergebnis. Ich schieß eine Bombe rein in die Zähne, das Grinsen verschwindet wie Steine bei Tetris. Brüder aus dem Pott, alle Parajok und Pleite, aber ficke steinreiche Mädchen, bring ne Blazy und Schei und paar Kekse und dazu vom Kiosk ne Zeitung zum Lesen. Dafür kriegst du ein Highlight, du Esel, mir einmal im Leben ein High Five zu geben. Sei leise und bete, wenn ich's bitte, dann das Taube und Blinde können auf einmal wieder sehen. Glaub mir oder glaub mir nicht, doch wenn ich um 12 vor die Uhr tritt, ist auf einmal wieder 10. Alle Rapper dürfen leider wieder gehen, was ich sage, ist sehr einfach zu verstehen. Ich bin der Größte, der Schönste, der Beste, der Freshste, der Echte, der Meister des Game. Wer ist es? Ist es? Ein Mofa, ein Auto, ein Flugzeug, ein UFO? Wer ist es? Aus halb Superman und Naruto. Wer ist es? Der Endboss für Rapper von hier bis zu Pluto. Wer ist es? Wer ist es? Sag, wer ist es? Du kommst im 3000 Euro Anzug in Sandgrau von Yves Saint Laurent, aber siehst wie ein Schwanz aus. Ich im Shirt vom Versandhaus, Cap und ne Uhr aus dem Funkhaus, aber sieht tamam aus. Früher war ich mal zum Arm sein, verdammt, so broke, dass ich Schiss hatte, mein Sparschweine krank. Heute schreien alle A, weiß ein Mann, ich könnte'n Pottwal mit ne Meter Zahnseide fangen. Sag Arzt, Salam, ich bin nicht sowas wie dein Homeboy, Bro, ich fuck dich ab ohne Grund. Ich gebe einen Fick, komme rein und erzähl dir einen Witz und sag, dann lach nicht, du Hund. Ja, stimmt, ich nehm kein Blatt vor den Mund. Alte Schule 82, mein Jung. Du kannst ein netter Typ sein, wenn ich stimmt, deine Olle ist so geil. Glaub mir, klatsch ich dich um und was Konkurrenten? Was soll das heißen? Ihr Rapper könnt euch doch mit mir nicht vergleichen. Bring mir 40 alleine, ich lass einen Nachmann dann hochgehen wie Cheerleader Beine. Zähne knirschen jetzt leise, 4 meiner Zeilen auf deinem Song, das macht 4 lila Scheine. Geh und nimm diesen Sound bitte mit, zeig ihn deinem Rap-Idol und der beschmiert sich mit Scheiße. Wir sind nicht gleich, denn Rapper lecke meinen Arsch ab, als wäre er eine Donut-Glasur. Und fuckst du mich zu sehr ab, frisst du danach einen Monat lang nur per Strohhalmzufuhr. Alle Rapper dürfen leider wieder gehen, was ich sage, ist sehr einfach zu verstehen. Ich bin der Größte, der Schönste, der Beste, der Freshste, der Echte, der Meister des Game. Wer ist es? Ist es? Ein Mofa, ein Auto, ein Flugzeug, ein UFO? Wer ist es? Aus halb Superman und Naruto. Wer ist es? Der Endboss für Rapper von hier bis zum Pluto. Wer ist es? Wer ist es? Sag, wer ist es?